Hallo und herzlich willkommen zurück zur 71. Folge von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir haben beim letzten Mal den letzten Steinwächter besiegt, haben somit das letzte Ornament bekommen und sollten jetzt, rein theoretisch zumindest, Zugang erhalten zu diesem Portal, das ins unbekannte Land führt. Und ich würde sagen, es ist eine sehr spannende Stelle in der Story. Bevor wir das allerdings machen können, habe ich noch ein bisschen was zu tun. Ja, es tut mir sehr leid, aber ich muss noch etwas tun, bevor ich in das neue Gebiet gehe, denn die Möglichkeit liegt natürlich nahe, wenn ich da einmal drin war, dass ganz einfach... Augenblick, ich muss mal eben die Waffe wechseln. Ach so, ich habe ja genug Mana, okay. Ja, die Möglichkeit liegt nahe, dass hier neue Monster spawnen. Und das finde ich total nicht gut. Zumindest so lange, bis wir die Monster hier einigermaßen aus der Welt geschafft haben. Wir erwischen nicht alle, das ist klar. Es werden auch nicht alle respawned, muss man auch dazu sagen. Aber durchaus schon ein paar und ich will mich nicht hier schon wieder durchschnetzeln müssen. Nichts zu holen. Weil es ja unseren Erfahrungspunkten und unseren Lernpunkten gut tut, ne? Das ist schon, muss man auch dazu sagen. Aber derzeit habe ich eigentlich keinen großen Bedarf, weil wir sind jetzt relativ stark geworden schon. Das heißt schon, es ist die 70. Folge. Ne, die 71. Ja, es wurde eigentlich allerhöchste Zeit, aber ich bin halt nicht aus der Knie gekommen, so richtig. Das ist ganz allein mein Verschulden und ich habe auch das Spiel nicht insofern perfektioniert, dass ich alles sofort auf Anhieb gefunden habe und sofort weiß, was ich wann wo tun muss. Du möchtest mich bitte heilen. Ich danke dir vielmals. Und zwar, bevor wir zu den Wassermagiern gehen, muss ich noch etwas in der Stadt erledigen, denn wir haben immer noch die alte Geschichte mit Fernando. Und der liebe Dominik Rose hat mich darauf hingewiesen, dass möglicherweise der Weg gar nicht über den normalen Richter führt und auch nicht über Lord Hagen und auch nicht über Lord André, die ja eigentlich die drei Richter in der Stadt sind, die jemand verurteilen können, sondern dass ich dafür zu Watras gehen müsste, eventuell, weil ich von ihm die Quest wohl bekommen habe. Das habe ich aber nicht mehr im Hinterkopf gehabt. Deswegen werde ich mich auf mal erstmal zurück in die Stadt machen. Allerdings müsst ihr euch das wie immer nicht anschauen. Das heißt, ich mache ab dieser Stelle einen Cut und wir sehen uns dann in der Stadt wieder. Also dann bis gleich. So, da... Oh, da komme ich direkt mit dem Stimmbruch zurück. Hilfe! Da bin ich wieder. Da ist Watras. Altmar wird die Klappe. Ich habe eine Botschaft für Meister Iskaroth. Er ist der Wächter des Schreins vor dem Kloster. Wenn du diesen Weg für mich gehst, kannst du deine Belohnung selber wählen. Die Magier immer mit ihren Belohnungen selber wählen. Ja, aber ich bin ja auch Magier, deswegen werde ich das selbstverständlich machen. Ich mach's. Gut. Dann nimm die Botschaft und wähle eine dieser Spruchrollen. Wenn du die Botschaft überbracht hast, werde ich dich angemessen entlohnen. Also Heilung und Lichterwurst ist ja ziemlich langweilig, deswegen nehme ich mal den Eispfeil. Gib mir den Eispfeil. Gut. Dann mach dich nun auf den Weg zum Meister Iskaroth. Warum ein Magier überhaupt irgendwelche Spruchrollen hat, ne? Darum verteilt er dir wahrscheinlich auch die Bonbons. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich möchte gerne einen Verbrecher melden. Wegen der vermissten Leute. Wegen der vermissten Leute? Ja. Ich weiß, wo die Vermissten sind. Was hast du herausgefunden? Sie sind von einem Kerl namens Raven in einen fernen Teil der Insel Korinnes verschleppt worden. Was gibt dir diese Gewissheit? Ich habe seine Befehle gelesen. Er lässt die Banditen der Umgebung für sich arbeiten. Hier. Gut. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich dachte schon, wir müssen uns damit abfinden, es niemals zu erfahren.
Ja. Wo soll ich anfangen nach den... Unten am Hafen sind die meisten. Ja, das ist eine Information, die uns jetzt nicht mehr... Oh, was haben wir denn da? Ich bin eigentlich nicht deswegen hierher gekommen, aber diese Dialogoption erschließt sich mir gerade nicht. Ich bin bereit, mich dem Ring des Wassers anzuschließen. Dann hast du Lord Hagen deine Nachricht gebracht? Ja, aber er hat mich ins Minental geschickt, um einen Beweis für meine Worte zu bringen. Du musst entscheiden, was du als nächstes tun willst. Mir war nur wichtig, dass er die Nachricht erhalten hat. Jetzt liegt es an ihm, zu handeln oder auf deinen Beweis zu warten. Was dich betrifft, du hast bewiesen, dass du unverzichtbar für uns bist. Du sollst zu unseren Kindern gehören und in unserem Namen in die Welt hinausgehen, um Adanos Wille zu vollbringen. Ich übergebe dir deinen Ring des Wassers. Möge er dir dienen, deine Verbündeten zu finden und mit ihnen gemeinsam das Gleichgewicht dieser Welt zu erhalten. Du bist der erste Magier des Feuers, der zu unseren Kindern gehört. Darüber freue ich mich besonders. Adanos möge dich schützen. Geh nun hin und triff dich mit deinen Brüdern. Sie werden dich in der Taverne zur Toten Harpie erwarten und dich in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Die Taverne wirst du kennen. Sie liegt auf dem Weg zu Onas Hof. Vergiss nicht, deinen Ring zu tragen, damit deine Brüder dich als einen der ihren erkennen. Oh, ist das cool. Ich freue mich gerade ein Schnitzel. Ja, wir sind endlich mehr oder weniger Mitglied des Wassers. Wir müssen eigentlich nur noch zu diesem Treffen gehen und dann sind wir es halt. Ah, wie cool. Endlich geht's vorwärts. Ja, ich habe Vatras irgendwie total verdrängt. Ich habe den ja das letzte Mal gesprochen vor wie vielen Folgen? Keine Ahnung. Also richtig gesprochen meine ich jetzt. Ja, Dominik Rose hat zwei Namen in den Raum geworfen. Entweder Vatras oder Mario. Mario ist im Hafenviertel. Deshalb werden wir den mal als nächstes aufsuchen, weil Vatras scheint das nicht so besonders zu interessieren, was wir zu ihm zu sagen haben mit Fernando. Deswegen probieren wir es mal mit Mario. Oh nein, das ist kein italienischer Klempner in diesem Fall. Wir haben ihn ja schon mal getroffen. Der passt auf die Lagervorräte der Paladine auf. Und es wird noch viel schlimmer. Ja, es wird noch viel, viel schlimmer. Ist eigentlich auf dem Weg dahin irgendwo was ich noch machen kann, was ich vergessen habe eventuell? Halvor, das hätte ich auch schon wieder fast vergessen. Okay, ich würde sagen, ich speichere vorher. Ich weiß ja nicht, wie er reagiert. Beziehungsweise ich weiß es natürlich, aber ich weiß nicht, inwiefern man das kontrollieren kann. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ich glaube, dieser Zettel gehört dir. Was? Lass mal sehen. Meinst du, mir geht es besser? Okay, ganz ruhig bleiben. Hör zu, du hast gewonnen. Ich habe die Waren von den Banditen weiterverkauft. Aber kein Grund, direkt damit zur Miliz zu gehen, oder? Wir können uns doch ganz bestimmt einigen, oder? Ich bin zwar ein treuer Diener Adanos, aber ich bin keine Petze. Dann lass mal dein Angebot hören. Also gut, ich sag dir was. Ich kann dir mehr verkaufen als nur Fische. Wenn du mir diesen lächerlichen Zettel überlässt und die Sache vergisst, dann werden wir bestimmt gute Handelspartner, hä? Das war keine große Sache. Ach ja? Was für Ware soll das sein? Nun, ich kann dir ganz besondere Fische anbieten. Nicht nur gewöhnliche zum Essen. Du meinst solche wie der, in dem auch deine Nachricht versteckt war? Du hast es erfasst. Ich habe einige solcher Fische. Ist natürlich clever als Fischhändler, da irgendwelche geheimen Sachen reinzustecken, weil das fällt nie und nimmer auf. Wer guckt sich denn schon einen Fisch so genau an, ne? Und er entscheidet ja, wer welchen Fisch kriegt. Also, ja, ich bin einverstanden. Okay, einverstanden. Ich denke, wir können diese Sache für uns behalten. Danke. Wenn du mal wieder in der Gegend bist, schau vorbei. Ich habe bestimmt ein paar interessante Sachen für dich. Das ist doch alles nur Gerede. Wir haben ihm den stinkenden Zettel jetzt gegeben. Ein Gegenstand weniger. Und jetzt haben wir hier spezielle Fische. Kugeliger Fisch. Schwerer Fisch. Sind die kostenlos? Moment. Nee, die sind nicht kostenlos, aber der Preis steht halt nicht da. Total toll. Naja, teuer genug sind sie ja schon mal, ne? Ist das wirklich wahr?
So, dann gucken wir mal, was in diesen Fischen drin ist. Auf jeden Fall bringt uns das jetzt deutlich Pluspunkte ein. Denn wir wollen ja auch irgendwann mal der Diebesgilde beitreten. Weil die Wissen haben, dass man sonst nirgends lernen kann. So, der schwere Fisch, da waren 50 Gold drin. Hat sich ja schon mal rentiert, ne? Der kleine Fisch. Da ist ein Ring drin gewesen. Ich weiß zwar nicht, warum jetzt hier die versiegelte Botschaft zum Vorschein kommt, aber gut. Damit muss ich dann zu Iskarot, ne? Genau. Flammenschutzring, gut, den können wir verkaufen. Das ist für mich einfach nur ein Scheck, sagen wir mal. Ein leichter Fisch. Drei Gegenstände erhalten, Dietrich. Sobald wir damit umgehen können, wird uns der sehr hilfreich sein. Und der kugelige Fisch. Ein Erzbrocken. Erzbrocken sind hier sehr, sehr wertvoll, weil die verdammt selten sind. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch so ein bisschen daran, wie viel Erz wir im ersten Teil gehabt haben. Und das ist eine lächerlich hohe Zahl, wenn wir bedenken, oder wenn ich bedenke, was man hier so an Erzbrocken findet. Also das ist schon ziemlich heavy, dieser Unterschied. Ich weiß vor allem auch nicht, wo die ganzen Erzbrocken hin verschwunden sein sollen. Weil damit hat ja in der Minenbarriere, im Minenteil jeder bezahlt, damals in der Gefängniskolonie, ne? Also, ja, Martin. Alle Kisten noch da? Mach dich ruhig über mich lustig. Die Paladiner. Was hast du dann? Gut, also. Lieber Dominik Rose, leider waren beide Tipps vergebens. Es ist nicht der Fall. Zumindest bei mir nicht. So muss ich immer dazu sagen. Es kann ja durchaus sein, dass es im Normalfall funktioniert hätte. Nur eben halt bei mir nicht. Was ich auch äußerst ärgerlich finde, aber ich kann halt nichts ändern. So, das sind ihr Paladin-Zauber und Heiliger Pfeil ist richtig mächtig. Zwei oder drei von diesen Kugeln töten einen Ork, ja, also das ist schon sehr, sehr, sehr kräftig, diese Zauber. Allerdings bekommt man die auch wirklich erst als Paladin, das heißt, im jetzigen Status wären wir ja jetzt noch Milizsoldat. Und hätten somit auch diesen Zauber noch nicht. Und als Milizsoldat, das kann ich euch sagen, muss man sich auch durchs Minental quälen. Das wird dann nicht leichter. Es sei denn, man hat sich vorher richtig anständig ausgerüstet und ordentlich Metallgegenstände eingedeckt. Dann könnte es eventuell was werden. Und wo ich gerade davon rede, bemerke ich gerade, dass wir ja noch Krallen ziehen lernen müssen. Nicht, dass ich es nachher wirklich vergesse und ins Minental gehe und diese blöden Krallen vergesse, die der gewisse Herr haben möchte, von dem ich den Namen nicht mehr weiß. Oben im oberen Viertel. Erkennungszeichen, dieser Ring gehört Laris. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den jetzt überhaupt Laris zurückgeben kann. Seiner Macht in seinem Reiche zu belassen, auf das er sie... Weil Laris ja bei mir auch wunderbar verbuggt ist, also ich finde es echt total toll. Ich spiele das Spiel trotzdem durch, ich spiele es so weit, wie es geht. Weil ob ich es durchspielen kann oder nicht, das kann ich ja nicht sagen. Ich habe die Banditen erledigt. So? Das kann ja jeder erzählen. Hast du einen Beweis? Soll ich nochmal zurückgehen und ihnen die Köpfe abschlagen? Nein, ich denke, das wird nicht nötig sein. Ich glaube dir. Damit hast du den Händlern und der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Hier ist das versprochene Gold. 100 Gold haben wir jetzt bekommen, sehr schön. Zeig mir deine Waffe. Es ist mir eine Ehre. Ja, es ist dir eine totale Ehre. Und du hast immer noch keinen Meisterdegen. Ja, der Cute Bunny hat mich darauf hingewiesen, dass es den Meisterdegen auch in der Diebesgilde gibt. Das weiß ich bereits. Aber ich will ja nicht so lange warten, bis ich diesen Meistersegen kriege, weil ich muss ja auch wissen, wie viel Geschicklichkeit ich dafür nun brauche. Die Pfeile sind meine. Meine Pfeile. Ja, wie gesagt, ich muss das, ich will das vorher haben.
und nicht auf den letzten Moment warten. Das darfst du keinem erzählen. Und genau da ist ja eben der Knackpunkt, ne? Ich ärgere mich immer noch darüber, dass ich den damals nicht einfach verkauft habe. Moment, wir können den ja noch ein bisschen zuschütten. Wir haben ja bestimmt wieder ein bisschen Zeug dabei, was wir verkaufen können. Ja, natürlich haben wir Zeug dabei. Hier die ganzen Stöcker, die kein Mensch braucht. Den Flammenbogen brauche ich definitiv, den werde ich nicht verkaufen. Das wäre ja verrückt. Oh, was haben wir denn? Bonus für maximales Mana? Oh, wo habe ich denn den Trank her? Das habe ich jetzt irgendwie verpasst, muss ich sagen. Das ist ja cool. Dann haben wir wieder 5 Mana mehr. Was haben wir jetzt momentan? Das Gute ist, ich kann ja jetzt alles einfach nehmen. Weil jetzt muss ich eh Lernpunkte dafür investieren. Noch und nöcher. Deswegen ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ich gehe mal zu Bartok. Ist der hier? Nee. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich bei dem lernen kann, Tiere auszuschlachten. Hey. Kann ich bei dir lernen? Nee, bei dir kann ich bloß Bogen lernen, okay. Gut, dann halt nicht. Dann lassen wir das halt so. Jetzt müssen wir also noch zur Taverne, um Mitglied des Rings des Wassers zu werden. Und wir müssen noch zu Iskarot. Und wenn wir dann wieder bei den Wassermagiern sind, habe ich noch eine Mission zu erledigen. Denn es gibt ja da noch eine Sache, die ich noch nicht gemacht habe, die ich aber schon hätte machen können. Ich habe einfach stumpf die Dialogoptionen ignoriert, weil es eben so viele Bugs hier gerade gibt. Und ich ehrlich gesagt damit rechne, dass ich dieses Spiel nicht durchspielen können werde. Aufgrund dieser Bugs. Ich weiß nicht, woher die kommen. Ob die vielleicht an dem Breitbild-Patch liegen oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Ich wusste es auch im ersten Teil nicht. Da hatte ich auch Bugs, die hatte ich vorher noch nie. Kann auch genauso gut an Windows 7 liegen, weil ich spiele die Spiele das erste Mal auf Windows 7 durch. Dass es da vielleicht irgendwie irgendwelche Querelen zu regeln gibt. Ja, und ich sehe gerade, die Zeit ist um. Das wird euch zugutekommen, denn auf diese Weise müsst ihr den Weg bis zur Taverne von hier aus nicht mehr sehen, denn wir werden direkt da weitermachen. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, ciao!